Servus, grüß euch. Prozente kann jeder geben, ja? Aber wir haben ganz besondere Prozente. Willi? Wir haben prozentige Ingwer, Destillate, Liköre dabei und ich glaube, du bist gespannt drauf, wie es schmeckt. Da hast du recht, weil ich probiere jetzt zum zweiten Mal. Das erste Mal hat er mir ganz gut geschmeckt. Jetzt möchte ich schauen, oft ist mir dann anderer Meinung. Jetzt probieren wir mal den Ingwerlikör, Willi. Schauen wir mal, ob das nachhaltig ist. Schauen wir mal, ja. Ah, jetzt müssen wir schon mal reinkommen. Und wie er riecht, das ist auch wichtig, gell? Weil Ingwer hat ja einen sehr feinen, leicht zitronigen Geschmack. Mhm. Sehr gut. Prost. 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 Das ist Ingwer pur. Wir verwenden nur frischen Ingwer. Kein Aroma, kein Konservierungsstoff. Sehr also gut. Ich denke, frische pur zeigt sich auch am Gaumen. Sehr gut. Wie viel Prozent hat der? 23. Sehr gut. Also der ist richtig vollmundig. Der hat einen richtig guten Ingwergeschmack. Also da ist da schon ein kleines Highlight gelungen. Aber jetzt probieren wir mal den mit mehr Prozente. Also das ist mit Sicherheit auch ein sehr gutes Damengetränk. Und das natürlich auch für Damen. Ja, wie viel Prozent hat der? Der liegt bei 40. Ja, das haben wir Frauen gar kein Problem mehr. 40 Prozent. Da lachen die ja noch drüber. Okay. Also ich finde, wenn er zu viel Prozente hat, dann brennt er so. Und du schmeckst sprittig, da schmeckst die Frucht auch nicht mehr. In dem Fall ist es ja ein Gewürz. Prost, Willi. Schauen wir mal. Riecht er da gut? Also, was mir jetzt an dem gut schmeckt, also was mich überhaupt nicht stört, ist die Prozentzahl 40. Das braucht er. Ja? Was mir ganz gut schmeckt, ist dieser wunderbare Ingwerabgang. Dieses bisschen Freche, diese ganz leichte Schärfe. Wunderbar. Kommt sehr dominant am Gaumen, gell? Okay, da ist doch was Gutes gelungen. Also Prost, okay. Ich hoffe, ihr holt es euch, ihr könnt es euch bestellen im Internet, wenn ihr wollt, oder bei uns im Shop kaufen. Also, dann sehen wir uns wieder in der Flasche. Pfiat euch. Servus.